Ja, herzlich willkommen. Einen wunderbaren, schönen guten Abend zu diesem Frauenwebinar. Eine Stimme für das Leben erheben. Ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, es ist egal, ob fünf Menschen, fünf Frauen in diesem Raum sitzen oder 500. Ich bin immer so eine Mischung aus aufgeregt, vorfreudig und ein Teil in mir ist auch ganz ruhig, weil ich diese Räume, wo wir zusammenkommen als Frauen in einer Homebase ganz besonders zu schätzen gelernt habe in meinem Leben. Und deswegen freue ich mich, dass so viele von euch heute Abend da sind. Wir hatten über 600 Anmeldungen für den heutigen Abend und über 200 sind heute auch schon live mit dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Warum gibt es diesen Abend? Auch weil ich eine eigene Geschichte mit diesem Thema mitbringe. Ich bin in einem ja, ziemlich patriarchalen Haushalt aufgewachsen, einem Vater, der den Ton angab und gleichzeitig innerlich sehr instabil war, und einer Mutter, die folgte und schwieg. Und ich wusste, das will ich nicht. Ich will es anders machen. Und gleichzeitig für alle, die schon ein bisschen Lebenserfahrung hinter sich haben, die wissen, wenn man sagt, Oh. so sicher nicht, dann weiß man, dass man noch einiges an sich zu arbeiten hat, weil man sich selbst und den eigenen Eltern in der eigenen Gibst du Geschichte mir nicht begegnet. gelesen? Ja, gerne den Soll Ton ich dann gehört? ausschalten für diejenigen, die Gut, gerade noch süß. computertechnische Probleme haben. Danke. Ja. Also für mich war so diese Reise, ja, mich mit der eigenen Geschichte ein Stück weit auch zu versöhnen und auch mit dem Teil meiner Mutter in mir und dem, was es bedeutet, Schön. als Frau sein zu führen. Und irgendjemand hat da noch den Ton an. Karin, könntest du schauen, ob du da noch irgendwo stumm schalten kannst? Danke. Ja, und auf dieser langen Reise dessen, wie kann das gehen, Welt zu gestalten, Welt zu verändern, auch Führung zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig alle meine Teile als Frau mit dabei zu haben und nichts davon in den sozusagen verstecken zu müssen. Das habe ich lange erforscht. Nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass ich sehr oft in meinen beruflichen Situationen, wo ich Führung übernommen hatte, an meine eigenen Grenzen gekommen bin und gewusst habe, dass ich muss lernen, es anders zu machen, damit es auch mir selbst und auch den Menschen um mich herum, ja, denen es gut geht. Und wie das geht, führen für das Leben, das war dann auch sozusagen der Sukkus daraus, ist dann die Entwicklung von Women Remember daraus entstanden, das 6-monatige Leadership Training für Frauen, das wir nächste Woche starten. Und auf dieser meiner großen Lernreise bin ich immer noch unterwegs. Ich habe das Gefühl, es wird nicht enden, bis ich irgendwann einmal von dieser Welt gehe, wie das geht. Auf dieser Lernreise habe ich immer auch Frauen erlebt, die mir ein Vorbild geworden sind und von denen die mich inspirieren, die mich selber ermutigen, weiterzugehen. Und ja, zwei davon sind heute Abend da. Die Claudine Niert und die Katharina Miller. Und ich freue mich, ich werde sie dann gleich auf die Bühne holen. Und freue mich auf diesen Lernabend auch für mich, weil es ist ja im Spiegel von anderen Frauen, ich auch für mich wieder Potenziale sehe und erlebe. Und das schätze ich so an diesen Frauenräumen. Schön, dass ihr da seid, das schon mal als erstes. Ja, und dann beschäftigt mich auch das Thema, ja, wie gestalten wir Organisationen, wie gestalten wir auch den öffentlichen Raum mit unserer Stimme und mit unserem weiblichen Blick? Nicht zuletzt deswegen, weil wir nächste Woche in Österreich Nationalratswahlen haben. Wir haben auch Gemeinderatswahlen, also Kommunalwahlen nächstes Jahr in einigen Bundesländern. Und ich erlebe immer wieder Frauen, die sagen, und ich schließe mich damit ein, die sagen, boah, ich möchte mich auch politisch engagieren, ich möchte was beitragen in der Öffentlichkeit, aber so wie das abgeht, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Da komme ich gar nicht vor und da müsste ich mir einen Panzer anlegen, dass ich da überhaupt
ja, was beitragen könnte, und das möchte ich nicht. Und deswegen bin ich besonders gespannt, wie kann das auch da anders gehen. Das ist so der Fokus des heutigen Abends, also ein Ermutigungsabend, ein hoffentlich Inspirationsabend, ein Einladungsabend zu schauen, wo du als Frau ja in deinem Umfeld wirksam sein kannst und was du brauchst, damit dir das noch mehr gelingen möge, weil ich bin sicher, dass ganz viele von euch da schon mittendrin sind. Ja, bevor wir die beiden auf die Bühne holen, die Claudine und die Katharina, mag ich aber euch selber fragen. Ich habe es ja angedeutet, so manche Frauen sagen, bah, ich traue mir das nicht zu, ich will da gar nicht mitgestalten, das ist nichts für mich. Und weil sie vermutlich auch etwas vermissen an dem, wie das da in Organisationen, aber auch im politischen Leben, wie das abgeht. Deswegen mag ich dich als erstes einladen, dass du für dich selbst mal überlegst und wenn du möchtest, auch im Chat teilst, was ist es, was du vermisst im öffentlichen Diskurs, aber auch in Organisationen. Und wenn du das möchtest, dann schreib das gerne im Chat, damit wir das schon mal sammeln können. Also welche Fähigkeiten, welche Qualitäten, welche Kompetenzen vermisst du? Bei deinem öffentlichen Diskurs oder auch in Organisationen oder vielleicht ist das sogar beides. Rührbarkeit, Empathie, achtsames Zuhören, 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 Menschlichkeit, Wohlwollen. Fehlertoleranz, Selbstreflexion, Dialog, Authentizität, aufrichtiges Interesse, Ehrlichkeit, Emotionen und Schwächen zeigen, Langsamkeit und Durchatmen, nicht wissen. Wow. Echtes Interesse, Hausverstand. Respekt, Zuhören, gewaltfreie Kommunikation. Aufgeschlossene Frauen. Gemeinsames Finden statt Trennendes zu verstärken. Genau. Wow. Selbstwirksame Frauen. Wow. Fürsorge und Menschlichkeit. Wow, so vieles, so vieles. Danke euch. Gerne noch weiter teilen, wenn ihr mögt. Daraus könnte man schon einen eigenen Wertekatalog bauen und basteln. Danke euch dafür. Ja, ich glaube, das ist eine wunderbare, gute Vorlage für unser Gespräch jetzt. Vielen Dank. Karin, darf ich dich bitten, die Katharina und die Claudine auf die Bühne zu holen? Ja, herzlich willkommen euch beiden. So schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Claudine. Herzlich willkommen, Katharina. Claudine, dich habe ich besonders ins Herz geschlossen dieses Jahr beim Summit, beim Interview, als wir über Demokratie gesprochen haben. Und du hast mein Herz berührt, als du gesagt hast, ja, wir brauchen eine Demokratie der Zuneigung. Und wenn sich sozusagen der Hass organisiert, muss sich auch die Liebe organisieren. Und für mich verkörperst du das so sehr. Und ich durfte dich heuer auch beim Sommercampus dann persönlich kennenlernen. Du sagst, ja, genau, das ist eine Frau, die sich zuneigt. Und von dir mag ich so viel lernen an der Stelle, auch was das bedeutet, als Frau in diesem politischen Feld unterwegs zu sein. Du bist seit 1998, also schon eine gute Weile, Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V. Du warst diejenige, die Herrn Schäuble davon überzeugt hat, dass Deutschland Bürgerräte braucht. Sozusagen, wenn es schon nicht schadet, so ungefähr, dann machen wir das mal. Also du hast mit vielen Menschen, mit vielen Männern und Frauen in der Politik schon zu tun gehabt über die letzten Jahrzehnte, kann man sagen.
Ich habe eben den Eindruck, dass du dir da eine Qualität als Frau bewahrt hast, die mich fasziniert und beeindruckt. Und deswegen freut es mich, dass du heute da bist. Danke. Ja, und dann sitzt Katharina Müller in der Runde. Herzlich willkommen, Katharina, auch dir. Dein Unternehmensbaby, die Job Twins, ist quasi im Kontext dabei. Pioneers of Change entstanden. Du warst bei uns im Leadership Training, beim Jahrestraining mit dabei, Lead the Change. Und quasi aus der eigenen Not heraus, so ist es fast bei mir angekommen. Du hast selber zwei Kinder, hast du dann die Unternehmensidee Job Twins geboren, nämlich Vollzeitstellen oder sogar noch mehr als Vollzeitstellen zu zweit zu teilen und damit quasi nicht nur zwei Halbzeit- oder zwei Teilzeitstellen zu schaffen, sondern eigentlich für mehr Miteinander und für mehr kollaboratives Führen auch zu sorgen in Unternehmen. Und dass es ein echter Mehrwert ist, wenn man auch gemeinsam führt und gemeinsam sozusagen einen Arbeitsplatz gestaltet. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, da möchte ich auch mehr davon erfahren. Nämlich so die Frage, ja, wie können wir auch Rahmenbedingungen schaffen, dass es, würde ich sagen, fast menschenfreundlicher ist, nicht nur frauenfreundlicher, sondern menschenfreundlicher ist, Beruf und Familie und all das, was wir sonst noch im Leben schätzen und gerne ma machen, das unterzubringen. Also herzlich willkommen und danke, dass du auch da bist heute. Haben wir gesagt, was wir vermissen, und da sind so viele Qualitäten gekommen, was es sozusagen von vielleicht auch von Frauen braucht, in der Gestaltung von Organisationen und auch in der Öffentlichkeit. Und ich mag mit einer Frage beginnen, die umgekehrt gestellt ist, nämlich, wo habt ihr beide jeweils das Gefühl gehabt, da hat es einen Unterschied gemacht, dass ich da war, dass ich vielleicht als Frau da war. Also, wo du gemerkt hast, ja, es war gut, dass ich da einen Unterschied gemacht habe. Christine, darf ich mit dir beginnen? Ja, gerne. Also spannend, mir wird gerade bewusst, während du sprichst und fragst, dass ich eigentlich, je mehr ich politisch aktiv bin und je mehr ich eigentlich auch in dieser Männerdomäne, in dieser Männerstruktur arbeite und ein- und ausgehe oder auch sogar da drin lebe, desto weiblicher werde ich. Ganz am Anfang habe ich gedacht, ich müsste männlicher werden. Und dann falle ich in die typischen Fallen rein und sage, oh, ich muss mindestens so viel wissen. Dann kommt man, redet man doppelt so schnell als die Männer. Dann versucht man doppelt so viel Argumente zu bringen, anstatt das eine starke. Dann versucht man ständig vorne dran zu sein. Wir kennen das alle. Dann gehen wir in den Druck. Die Stimme wird gepresst und ein bisschen höher. Und irgendwann habe ich gedacht, um Gottes Willen. Und habe mir mal angeguckt, was mich auch an Männern überzeugt. Und ich habe gemerkt, wenn die so richtig satt sind, wenn die einen Satz sagen, Willy Brandt zum Beispiel, ein Satz und der sitzt und du merkst so, wow, wenn die Männer richtig in ihrer männlichen Qualität sind, dann überzeugt mich das. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das Weibliche? Und dann habe ich auch gemerkt, es ist das eine Argument, es ist der eine Gedanke und es ist die unglaubliche Präsenz, die du für die Gegenwart und den Augenblick brauchst. Und tatsächlich habe ich Anfang des Jahres ein Beispiel erlebt. Ich hatte hier eine Volksinitiative in Schleswig-Holstein, sozusagen gegen die Landesregierung. Die ist CDU regiert mit den Grünen. Die CDU hat eine satte Mehrheit. Die wollten Bürgerbegehren hier einschränken. Und wir haben eine Volksinitiative dagegen gemacht. Und es gab ein Fenster, bevor man einen Volksentscheid macht, wo man aufeinander zugehen kann und Kompromisse erzielen kann. Und alle haben gesagt, das schaffst du nicht, das wirst du nie schaffen und die CDU bewegt sich nicht, vergiss es. Und ich bin halt direkt drauf zu auf den Fraktionsvorsitzenden und auch von den Grünen auf den Fraktionsvorsitzenden, das waren zwei Männer, und habe gesagt, wir könnten jetzt reden. Weil ein Volksentscheid gewinnen heißt ja wieder einen Machtkampf zu führen, auf der Straße zu stehen und zu sagen, die CDU ist hier dabei, gerade die Demokratie zu demontieren. Aber die Qualität der Demokratie, wenn ich sage die Demokratie der Zuneigung, ist ja eigentlich die des Aufeinanderzugehens, auf den Gegner zugehen und sagen, die Einigung miteinander ist so viel mehr wert als die Dominanz der Stärke, der Macht, der Mehrheit.
Und tatsächlich ist es geglückt. Wir haben ein Gespräch geführt, zwei Gespräche, und beim zweiten war auch noch eine Vertrauenskollegin dabei vom BUND. Wir waren zwei Frauen, zwei Männer. Und ich hatte ganz gezielt gesagt, ich nehme keinen der männlichen Kollegen mit, die natürlich erstmal so, ha, wieso das? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich die Sorge habe, dass zu leicht in eine Rivalität kommt, dass ihr zu leicht sagt, nö, das machen wir auf gar keinen Fall, geht nicht. Und dann sind so die Mauern wieder gezogen, sondern ich hatte das Gefühl von einem sehr, sehr offenen Raum und von einem hohen Respekt. Das heißt, ich habe auch die Gegenseite, also verstehe erstmal, warum jemand gegen Bürgerbeteiligung ist. Warum will jemand das einschränken? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich habe es respektiert, dass es eine Position des Gegenübers ist. Und allein das hat erstmal, glaube ich, Vertrauen, Entspannung erzeugt. Und die gesamte Situation war von Beweglichkeit getränkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es meine Fähigkeit war, aber ich merke, an der Stelle wollte ich eine bestimmte männliche Rivalität oder eine Konkurrenz oder nein, weitergehen wir nicht. Und du kommst ja schnell im Politischen in so Deals. Also ich gebe dir jetzt drei und dafür gibst du mir zweieinhalb davon und einen davon oder anderthalb so. Und das war überhaupt nicht, sondern wir haben in einer Runde gesessen, zwei Männer, zwei Frauen, wo es völlig ausgeglichen war und wir gerungen haben darum, eine Einigung zu finden, wo beide, sage ich jetzt mal, die Regierung, das Parlament und die Initiative gestärkt hervorgehen. Wir hatten nachher einen Vorschlag auf dem Tisch, der wurde im Parlament mehrheitlich angenommen und wir sozusagen lagen uns danach in den Armen und sind wirklich in eine Kooperation gegangen. Und da ist mir bewusst geworden, wir brauchen viel mehr diese Qualität der Zuversicht, der Sensibilität, des ich muss nicht gewinnen und ich muss auch nicht recht haben und ich muss auch nicht die besten Argumente haben, sondern viel mehr die Qualität des, hey, wo bist du eigentlich? Und warum ist dir das so wichtig? Und vielleicht hörst du auch die andere Seite, warum das auch anders wichtig sein könnte. Und diese Beweglichkeit, und jetzt würde ich sagen, wenn ich heute Abend für die Weiblichkeit spreche, dann spreche ich auch für die Weiblichkeit in den Männern. Weil ich behaupte, wenn du zwei Frauen im Raum hast mit zwei Männern am Tisch in der Politik, dann resoniert auch deren weibliche Seite. Also mein Gegenüber zieht ja immer bei mir irgendeine, berührt irgendeine eine Seite und die schwingt dann mit. Wenn es der Kämpferische, der Starke ist, dann fange ich auch an, kämpferisch und stark zu werden. Und jetzt sage ich mal, wenn es ein weibliches Gegenüber ist, zupft es in mir natürlich auch eine weibliche Seite an. Und das sind so ganz simple, ich könnte jetzt einen ganzen Abendvortrag darüber halten, aber das ist jetzt erstmal so eine meiner Erlebnisse oder Antworten. Oh, danke, danke. Hm. Ich lasse mal so stehen, weil da könnten wir jetzt genau ganz viel darüber. Ah, Katharina, was kommt denn bei dir, wenn du so zuhörst, und hast du einen Unterschied gemacht, glaubst du? Fragst du mich? Katharina Ja. Miller. Oder also. Ich habe ganz gebannt gelauscht, was die Claudine erzählt hat. Kann mit vielen auch eben in Resonanz gehen, kenne vieles, komme auch aus einer, soll ich sagen, sehr hart und männlich geprägten, also ich würde das jetzt nicht in Verbindung setzen, Geschäftswelt, Konzernumfeld, und habe viele Jahre auch versucht, eben da mitzuhalten, sprich mich ein besserer Mann zu sein, was ein extrem anstrengendes Tempo war, viele, viele Jahre. Und habe mich aber vor 7 Jahren dazu entschlossen, diesen Pfad zu verlassen, und weil das sich einfach nicht mehr stimmig angefühlt hat, und einen anderen Weg zu gehen. Ich kann nicht sagen, dass ich da schon am Ziel bin, weil dann, wann ist dann schon das Ziel? Aber seitdem ich diesen Weg gehe, versuche ich achtsam mit mir selbst zu sein und eigentlich tagtäglich darauf zu achten, diese Qualitäten mehr hineinzubringen. Also nicht ein besserer Mann sein zu wollen. Und wo es mir sehr gut gelingt und eigentlich täglich in meinem Leben so ist, ist bei meinen Kindern. Also ich merke das natürlich in der Begleitung von Kindern, dass ich da einen anderen Zugang habe, vielleicht auch mein Mann. Und beide Zugänge haben ihre Berechtigung. Und oft ist es dann halt so dieses Entscheidende, gerade in Konflikten, in Streitsituationen unter Geschwistern, einfach da nochmal, was wir hier alles gelesen haben, das achtsame Zuhören,
dieses Respektvolle, diese Empathie, das auf diese Ebene sich noch mehr hineinzulassen, das Fühlen zuzulassen, auch zuzulassen, was das mit einem selber macht, ja, und dadurch diesen Raum sozusagen zu öffnen. Das ist jetzt im ganz Kleinen, aber von dem heraus konnte ich lernen und üben und habe es das dann auch immer wieder auf die Geschäftswelt, in der ich natürlich überwiegend tätig bin, langsam übertragen. Und was mich am meisten dabei fasziniert hat, weil es auch hier gestanden ist im Chat, Zusammenhalt unter Frauen, ist, dass ich weniger auf Widerstand in männlich geprägten Strukturen gestoßen bin, sondern gerade in der Geschäftswelt, im Konzernumfeld, also auch auf Frauen gestoßen bin, die dann auch so Aussagen gemacht haben, naja, ich hatte es ja auch schwer und ich habe mich da auch durchgekämpft. Und ich mir gedacht habe, ja, ich sehe dich, ich sehe deinen Schmerz und wie schwer du es hattest. Und gleichzeitig darf es auch leicht gehen. Also wir dürfen uns das auch erlauben, dass es leicht gehen darf. Ja? Es muss kein Kampf sein. Und das immer wieder sanft zu betonen, einzuführen, das ist eigentlich so ein steter Tropfen hüllt den Stein-Prozess bei mir, den ich immer wieder in mein Tun mitnehme. Weil das ein Herzensanliegen ist von mir, ja. Ja, danke. Ja, ich finde das jetzt bei euch beiden interessant, weil mich das ja auch immer wieder beschäftigt hat, so wie gelingt uns diese Fülle von dem, was Männer, Frauen, andere Geschlechtsidentitäten, was wir alles sein können, wirklich zu leben und dass wir sozusagen diese Fülle entwickeln und weniger quasi uns einschränken auf so hast du zu sein, so hast du als Führungskraft zu sein, so hast du als Frau oder als Mann zu sein und wir quasi mit diesen Zuschreibungen wieder alte Stereotype, die wir aus dem Patriarchat gut gelernt haben, die nicht reproduzieren. Ne? Also, dass wir und ich kenne das selber aus meiner eigenen Führungssituation, dass ich aber sehr wohl Dinge, die ich auch bin, weggelassen habe, weil ich eben gedacht habe, da muss ich jetzt tough und da muss ich straight und da muss ich klar und da muss ich Ansagen machen, sonst werde ich hier nicht, sonst überlebe ich hier nicht. Ne? Aber habe natürlich wesentliche Teile von mir, von dem, was ich auch bin, weggelassen. Ja? Weil ich dachte, das gehört hier nicht her, wenn man führt oder wenn Frau führt. Ich würde gerne mit dir jetzt mal beginnen und um das ganze Organisationsthema mal beleuchten, Katharina, und dann zurückkommen nochmal auf die Politik, ganz sicher mit dir, Claudine. Und mit dir mal, Katharina, drauf schauen, auf das, was ist dein Erleben, was hindert oder umgekehrt, was brauchen Frauen, damit sie sich in Führungsverantwortung begeben? Weil ich erlebe Frauen, die oft sagen, also das tue ich mir nicht mehr an, ja. Das kann ich gut nachfühlen, auch nach vielen Jahren aus dieser Ecke. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, es braucht eine andere Art von Führungskultur. Das ist jetzt geschlechtslos gesprochen, ja, oder halt geschlechtervielfältig gesprochen, weil so wie das läuft, finde ich das nicht besonders nachhaltig, wie wir mit uns Menschen, mit uns als Wesen ganz grundsätzlich umgehen. Das hat eine grundsätzliche Führungsfrage. Warum ich mein Konzept mit dem Jobsharing ins Leben gerufen habe, ist, weil die Geschäftswelt sehr, sehr männlich geprägt und orientiert ist. Das kann man jetzt als Wahrnehmung hinnehmen oder sich, wenn man sich einfach die Fakten anschaut, in diversen Berichten sieht man, dass es überwiegend Männer sind, die die Entscheidungen treffen und an den Hebeln sitzen. Und ich mich immer gefragt habe, wieso sind denn da keine Frauen? Also was fehlt denn und was braucht es? Und ich habe auch immer wieder nachgefragt und in Unternehmen aber nie zufriedenstellende Antworten bekommen. Und ich habe mir gedacht, das ist zu wenig. Das sind so viele großartige Menschen, die was bewegen können und wollen. Und denen werden quasi Steine in den Weg gelegt. Und das ist für mich inakzeptabel gewesen, sagen wir mal so. Diese Frage hat mich sehr lange herumgetrieben und eben mein Baby Job Twins ist, wie du schon sagst, eben beim Lead the Change Jahrgang entstanden.
weil ich gesagt habe, ich brauche eine Lösung. Wenn, also ich wollte das so nicht hinnehmen und die Lösung war dann für mich, okay, Führung alleine ist einsam. Führung alleine ist Ellbogen, das ist Ego, das ist etwas, was, wie du richtig sagst, viele Frauen auch einfach gar nicht mehr wollen. Es ist unendlich zeitintensiv, es ist belastend, viele schlaflose Nächte. Wir sehen oft Burnout, Herzinfarktraten, das alles, das interessiert mich nicht. Ja? Und das interessiert wahrscheinlich auch sehr viele Frauen nicht, da alleine ihren Mann zu stehen. Und es ist auch sehr schwer, neue Arten und Wege zu führen, einzuführen, wenn man da alleine auf weiter Flur ist. Und ich denke mir immer, gemeinsam ist es halt so viel schöner und einfacher. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerne mit anderen Menschen arbeite. Und auch aus dieser Not heraus, dass ja Frauen auch oft weniger Zeit haben, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen, einer bezahlten Erwerbsarbeit nachzugehen, weil sie einfach in der Regel immer noch die überwiegende Care-Arbeit erledigen. Aus dieser Not heraus habe ich mir gedacht, na dann spannen wir doch einfach zwei zusammen und schlagen zwei Fliegen sozusagen mit einer Klappe, nämlich die das Unternehmen ja ohnehin nur Vollzeit als vollwertig betrachten, aber das ist eine andere Diskussion. Und die, dass halt Frauen auch gerne mal was zu zweit machen. Und ich finde, diese Form zusammen zu arbeiten, auf Augenhöhe, das ist nämlich der wesentliche Unterschied. Da habe ich nicht eine Stellvertreterin oder eine Assistentin, das ist auf Augenhöhe, das ist gleichberechtigt, das ist Co-Kreation, das ist Sparing, das ist gelebtes. Es ist ein gelebtes Miteinander. Und das ist unglaublich bereichernd und wunderschön. Und diese Arbeitsform eben des Jobsharings, es war mir ein großes Anliegen, das in Österreich zu etablieren und damit auch die Berufswelt sozusagen bottom-up weiblicher zu machen. Ja? Die Entscheidungsträger sind nach wie vor die Anzugträger in den obersten Etagen. Aber es passiert immer mehr. Also es ist sehr viel ins Rollen gekommen in den letzten Jahren. Und ich bin nicht da, wo ich sein möchte. Also das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich hätte mir das leichter vorgestellt oder schneller. Aber, oder vielleicht bin ich auch einfach ungeduldig. Aber es tut sich was. Und jedes Unternehmen, jedes Jobsharing-Pärchen, jedes Mal, wenn da zwei Frauen ermutigt werden, das zu machen, dann passiert so viel Schönes. Und wir erzählen dann immer, wie schön diese Arbeitsform ist, wie dieses Vertrauen, dieser Rückhalt, was das auch mit dem Team macht, ja, zu wissen, dass da zwei sind, ja, das ist auch eine ganz andere Qualität, die da reingebracht wird. Und ich glaube, da gibt es doch gar keine Forschung, was das langfristig einmal bringen wird. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es gut ist für unsere Wirtschaft und für unsere Organisationen, wenn wir mehr gemeinsam anstatt gegeneinander arbeiten. Oh, danke dir. Was glaubst du, was, also ich sehe mich jetzt sozusagen als Gegenüber bei einem als Finanzchefin da sitzen und sagen, na ja, Frau Kollegin, das ist ja alles sehr kompliziert und da muss man so viel, da braucht so viel Zeit für Abstimmung und überhaupt sind die Lohnnebenkosten so hoch und überhaupt. Also was ist der Mehrwert? Also womit überzeugst du Organisationen zu sagen, das bringt, außer dass das schön ist? Also ich habe aufgehört, und das ist vielleicht auch etwas, was ein bisschen dieses Thema auch des heutigen Abends ist, ich habe aufgehört, Leute zu überzeugen. Sehr cool. Das ist, ich stehe für etwas, ich trete für etwas ein und die Firmen, die Unternehmen, die Menschen, die zu mir kommen, die kommen zu mir, weil sie da entweder einen Painpoint haben und sagen, sie wollen das machen und sie sehen da einen Bedarf und sie sehen einen Nutzen, dann ist viel Feintuning und dann kann ich mit meinen Argumenten kommen und da muss man immer noch diskutieren. Wenn es so einfach wäre, dann würden wir ja schon anders ausschauen. Aber ich habe aufgehört, überzeugen zu wollen, weil ich damit, es kostet nur Kraft und Energie, die ich gar nicht einsetzen kann. Ich möchte meine Energie dahin richten, wo sie gebraucht ist und wo sie gebraucht wird oder wo sie sinnvoll ist. Ja? Weil
die zu überzeugen von die Finanzchefin, die sagt, das ist immer alles zu teuer und was bringt das? Ja, die muss ich ganz woanders abholen. Entweder drückt ihr der Schuh nicht oder sie sieht das Thema nicht. Es gibt genug Männer, die leugnen auch noch, wir haben doch kein Problem mit Gleichstellung und Gleichberechtigung, aber bitte, wir sind doch alle schon gleichberechtigt, ja. Also wir Männer meinen sich daher. Das ist meine Zeit und ich gehe lieber dahin, wo ich möchte dieses Feld nähern, wo auch, wie soll ich sagen, wo es einen Sinn macht für mich. Ja. Ja, das finde ich jetzt auch total schön, nämlich zu schauen, wo tun sich Wege auf, wo wir auch schon beim sozusagen flüssig waren und nicht sozusagen dagegen kämpfen, sondern eher zu schauen, wo ist das Potenzial, wo ist Gelegenheit, um das umzusetzen. Und du hast das ja bei, wenn ich das sagen darf, bei DM Drogeriemarkt, das war, glaube ich, einer der ersten oder großen Kunden. Was hast, magst du da vielleicht ein Beispiel erzählen, wo du gemerkt hast, ah ja, da habe ich gemerkt, dieses Jobsharing-Modell und auch das gemeinsame Führen macht einen Sinn? Also als DM Drogeriemarkt Österreich mein erster Kunde wurde, habe ich in meiner Lead the Change Gruppe eine quasi Freudentränen-Nachricht geschrieben. Das war meine erste Meldung. Warum? Weil ich ein ganz großer Fan von Götz Werner bin. Das ist ja der Gründer von der DM Drogeriemarkt Gruppe. Und wenn du in die DM-Zentrale hineingehst, die ist ganz neu jetzt gemacht, dann kriegst du da ein Gefühl mit, wie das Miteinander, das, wie Organisationen verstanden werden können, ja, wenn man sich traut, so zu denken, ja, es anders zu tun. Da ist ein ganz ein anderer Spirit drinnen. DM hat eine Frauenquote von 90%. 90. Urgeil, um es sehr wienerisch zu sagen. Ja, das ist also schon allein die Qualität, wenn man dort hineinkommt in diesem Unternehmen, ist einfach eine ganz andere. Der Spirit und ja, das war für mich irgendwie so wie ein Balsam auf der Seele, so einen Kunden als ersten Kunden zu haben. Und mittlerweile hat DM, glaube ich, 20 Jobsharing-Pärchen umgesetzt in Österreich und überraschenderweise sogar überwiegend in der Filiale. Das war für uns alle überraschend, sowohl für mich als auch für die Projektverantwortlichen intern, weil wir zuerst gedacht haben, na, das wird vielleicht schwieriger funktionieren. Aber ganz im Gegenteil, für die Filialleiterinnen ist es großartig, weil sie damit ein entlastendes Arbeitsmodell gefunden haben, das ihnen endlich ermöglicht, sei es jetzt in Altersteilzeit, aus Kinderbetreuungs-, Pflegegründen, Weiterbildungsgründen etc., nicht mehr diesen Druck zu haben und von meinen Unternehmenswerten, von Jobfins und von dem, wie ich es angegangen habe, war DM einfach ein Wunschkunde, den ich mir zwar nie gewünscht habe, aber der einfach passiert ist. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Prozess da miterleben durfte. Und es ist schön zu sehen, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Und ja, bitte mehr davon. Ja, schön, ihr macht deine Website schon verlinkt. Also wenn Ach ja, danke sehr. Jemand Interesse hat, sich das genauer anzuschauen, dann einfach Kontakt aufnehmen mit dir. Ja, danke dir. Also es ist auch so spürbar, ja, wie wir strukturell auch Dinge verändern können, sodass es leichter wird, eben gemeinsam in Führung zu gehen und das nicht als einen einsamen Heldenjob zu sehen, dass Führung etwas auch was Kollektives ist, wo wir voneinander lernen können, unser sozusagen Wissen zusammenlegen, unsere Perspektiven und aus dem heraus dann gute Entscheidungen treffen. Wow. Ich danke dir. Ja, ich Ich komme sage dann nochmal danke, auf dich Hammer. zurück, gell? Dankeschön, Hammer. Danke dir. Dann bitte ich gleich nochmal die Claudine zu mir, weil ich gern nochmal einmal auf die Politik zurückkommen möchte. Ja. Du hast das schon angesprochen vorhin, Claudine, dass so, ja, wenn sich zwei Männer, zwei Frauen gegenüber sitzen, dass dann anderes, also wenn man es erlaubt, andere Seiten zu schwingen kommen. Und gleichzeitig erlebe ich auch, ja, Matthias Strolz hat das so formuliert, der Gründer der Neos-Partei in Österreich, in einem Gespräch, wo er gesagt hat, dass die Politik ist echt ein Schlachtfeld. Ja. Und du hast eben sehr viel mit Politikern und Politikerinnen zu tun. Wie erlebst du das selber und was stärkt dich innerlich,
dass du eben nicht die Rüstung anlegst, sondern dein Herz öffnest für diese Begegnung, wo du trotzdem nicht weißt, ob sie dir was um die Ohren fliegt. Ich glaube, das ist die Entscheidung, diese Kriegslogik, genau, dieses Schlachtfeld, diese Welt von Kampf, Verteidigung, Angriff, Eroberung, Gewinnen, Siegen, einfach mal zu verlassen. Ich sage jetzt einfach mal zu verlassen, so einfach ist es überhaupt nicht. Weil du musst wirklich einen Schritt daraus machen und sagen, ich folge einfach nicht diesen Bildern. Ich folge nicht dieser Kampfeslogik, sondern ich gehe in die Logik von Vertrauen, von Kooperation. Also wie die Natur, die sich ständig ausgleicht, die immer Gegenkräfte entwickelt, wenn von irgendwas zu viel wird. Und so irgendwann ist mir so bewusst geworden, dass ich irgendwie dachte, es fehlt die weibliche Kraft. Weil genau deshalb so, das ist so männlich strukturiert, das ist so stark. Das braucht einfach ein Gegengewicht. Und ich hatte, als Russland begonnen hat, die Ukraine anzugreifen, hatte ich, glaube ich, 2 Wochen später waren 2 Demonstrationen in Berlin angemeldet. Und ich hatte die Chance, 5 Minuten vor 60.000 Menschen zu sprechen. Kann man sich jetzt noch bei YouTube angucken. Und ich habe nur gedacht, was sagst du in 5 Minuten zu einer Bedrohung, die in Europa stattfindet, die männlicher gar nicht sein kann? Und dann habe ich gemerkt, die Bedrohung hat weniger mit mir zu tun, aber ich fühle mich plötzlich als Mutter. Wie fühlst du dich als Mutter, deren Söhne jetzt vielleicht in den Krieg ziehen müssen, in der Ukraine? Wie fühlst du dich als Mutter, deren Söhne in Russland plötzlich eingezogen werden und an die Front geschickt werden? Und da habe ich gemerkt, wow, und wie fühlen sich die Mütter in Amerika, wie fühlen die sich in Afrika, wie fühlen die sich in Europa? Und habe gemerkt, wir Mütter, wir fehlen. Oder sage ich mal, die weibliche Kraft, die Mutter, die Leben hervorbringt, die fehlt. Und zwar, das klingt jetzt vielleicht naiver, als es ist, so bildlich gesprochen, die weibliche Hand, die sich auf die Hand der Waffe legt und sagt, auch du bist ein Sohn, auch du bist ein Vater, auch auf dich wartet jemand zu Hause. Überleg dir, ob du in den Krieg gehst und vielleicht nicht wieder zurückkommst. Und es gab ein Fenster nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und die angegriffen hat, wo man noch merkte, so 3 Monate, man hätte vielleicht noch verhandeln können. Man hätte irgendwas noch machen können. Das Fenster, sagen viele, ist jetzt zu und ich glaube auch, nach den 3 Monaten war es wirklich zu. Aber ich glaube auch, genau diese Kraft der Weiblichkeit, die hat genau da gefehlt. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, weil ich glaube, die fehlt überall, also dass wir jetzt in Angriff und Verteidigung denken, heißt, ich denke in Aufrüstungsmustern. Wenn ich angegriffen werde, muss ich aufrüstern. Ich als Frau bin aber so sozialisiert, dass ich grundsätzlich tendenziell die Schwächere bin, des Stärkeren, der mir gegenübersteht. Das heißt, ich komme nie auf die Idee, oder ich ganz persönlich, nicht irgendwie mich zu verteidigen und zu Waffen zu greifen, sondern, und das ist jetzt auch ein spezieller Weg von mir, ich versuche eher, das Menschliche im Gegenüber zu suchen und den anderen im Menschlichen anzusprechen und zu fragen, willst du das wirklich? Weil ich eigentlich nicht glaube, dass irgendein Mensch in den Krieg ziehen will. Ich glaube es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner leidenschaftlich zur Waffe greift. Und wenn er es tut, glaube ich, ist da irgendwie, liegt da was anderes davor. So, das heißt, ich habe eine ganz tiefe Überzeugung, dafür zu gehen, für dieses Menschliche und das herauszukitzeln und das anzusprechen. Und ich würde jetzt auch sagen, bei allen Konflikten, die wir politisch haben, sei es, dass sich Koalitionen bilden, fehlt eine gewisse weibliche Vernetzungskraft. Dass wir Friedensverhandlungen führen, fehlt eine gewisse weibliche Kraft, die abrüstet, die kooperiert, die integriert. Ich glaube, wir brauchen ganz viel Integrationskraft. Und wie gesagt, ich sage nicht, es sind die Frauen, die fehlen, es ist die andere Frage. Du kannst auch Yin und Yang sagen, es fehlt die andere Kraft, die für die eine, in der wir stark sozialisiert, stark strukturiert, stark kultiviert sind, der zumindest ein Gegenüber ist. Und du siehst, ich spreche da gar nicht in Feindlichkeit gegen etwas Männlichem, überhaupt nicht. Im Gegenteil,
weil ich möchte mich mit dem Männlichen da drin verbinden und auch kooperieren, damit wir überhaupt gar nicht diese Klüfte haben, sondern dass wir in diesen Schulterschluss kommen, dass es beide Qualitäten im Grunde braucht es jeden Menschen. Also im Grunde möchte ich das in jedem Menschen wachrufen, was für den Frieden geht, was bereit ist, auch Großzügigkeit walten zu lassen. Ich glaube, kein Konflikt heute, also sagen wir mal, du kannst keinen Frieden herbeischießen, du kannst auch keinen Frieden herbeibomben. So, das heißt, du brauchst eine gewisse Qualität der Großherzigkeit. Also du musst dein Herzmuskel jeden Tag ein bisschen vergrößern, ein bisschen erweitern, damit da drin mehr Platz hat von dem, was du überhaupt nicht verstehst. Damit da mehr Platz hat von, was momentan als Spalt und Zerrissenheit erlebt ist, aber was vielleicht auch eine gute Polarität ist. Und da merkst du, ich rede jetzt schon ich benutze andere Begriffe, ich versuche anders zu denken. Ich würde mir wünschen, wir hätten eine Bundeswehr, die wird in Friedensphilosophie ausgebildet. Also ein Soldat, der so ein tiefes Friedenswissen hat, der weiß, wie eine Waffe zu benutzen ist, aber der viel mehr eine Stärke hat, weiß, wie er sie nie benutzen muss, auch wenn er sie immer auf dem Rücken trägt. Und du merkst, je länger ich darüber rede, desto überzeugter bin ich davon. Weil wenn du alle Konflikte dir anguckst, die privaten, unsere zwischenmenschlichen, die in Belegschaften, die in der Politik und die auch unter Nationen geführt werden, am Ende gibt es einen, der Frieden herstellt. Gibt es einen, der Waffenstillstand herbeiführt. Und das ist eine weichere Qualität, das ist eine vielleicht wässrigere Qualität, das ist eine beweglichere Qualität. Auf jeden Fall ist es nicht diese gerade und ich dominiere und ich bin stärker und ich bin mächtiger und ich besiege dich und dann gewinne ich. Und vor allem, diese Kriegslogik hinterlässt ja immer Wunden. Also jede Ehe, die traurig auseinandergegangen ist, hat diese Wunde. Und die kann nicht heilen. Und du hast immer einen Gewinner und einen Verlierer. Oder einer fühlt sich als Opfer und einer fühlt sich als Täter dargestellt. Das kannst du aber auch in die Politik, das kannst du bis in die Nation hineinführen. Und diese Wunden, die heilen nicht. Und diese Wunden, aus denen entsteht immer der zukünftige Krieg. Eltern geben sich stumm an der Tür ihre Kinder ab, obwohl sie seit 10 Jahren geschieden sind. Ja, weil der Konflikt einen Schmerz hinterlassen hat, der staut, der konfrontativ ist und dazwischen werden die Kinder umhergegeben. So, das heißt, Beziehung heißt in Verbindung sein und sich mit nach vorne bewegen. Staaten, die sich nicht aufeinander zubewegen und in irgendeiner Form, und sei es, dass sie ringen, aber nach vorne ringen, sondern sich in der Stauung immer auf das beziehen, was im Hinten ist. Du hast mir das und das angetan. Du hast den und den Fehler gemacht. Bist du immer rückwärts gewandt? Und tendenziell zahlst du immer mehr auf das Kriegskonto ein. Und der Frieden, glaube ich, der kommt aus der Zukunft. Der Frieden kommt aus der Zukunft. Aus dem Potenzial, aus dem Leben, das werden will, so würde ich dich verstehen. Stimmt, genau, aus dem Leben. Genau, weil du kannst sagen, wie haben wir in der Vergangenheit gelebt? Das können wir nie aufrechnen, was in der Vergangenheit alles falsch gegangen ist. Das bringt uns nicht weiter, aber wir können sagen, es ist viel passiert in der Vergangenheit, Schlimmes. Aber wir können mal beide uns darüber austauschen, wie wir denn in der Zukunft leben wollen. Was sind denn deine Bedürfnisse? Was sind denn deine Wünsche, deine Sehnsüchte? Und hör dir mal meine an. Und dann zu gucken, ob sich daraus etwas Zukünftiges entwickeln könnte. Mag gerne auf einen Punkt, und dass das angedeutet, dass das auch dir so wichtig ist, und ich glaube, das möchte ich nochmal betonen, dass es da nicht um ein, die Männer sind die Kriegstreiber und die Frauen sind die Guten. Auch die Katharina hatte schon angedeutet, ne? Also auch Frauen leisten da einen Widerstand. Ich habe es auch schwierig gehabt und deswegen soll es die Frau da nicht besser haben. Also, dass wir eher darauf schauen, sozusagen, ah, da gibt es, für mich ist es eher so eine patriarchale Logik von oben und unten und Dominanz, unter der wir alle eigentlich leiden, auch Männer. Also, wir haben ja auch den Man-Return-Kurs und die sagen genauso, ich habe es einfach satt, ich will dieses Spiel nicht mehr mitmachen, ich bin so viel mehr und anderes als das, was mir da zugeschrieben wird, was ein Mann sein soll. Und auch bei den Frauen, und
bei allen Geschlechtsidentitäten erlebe. Ich bin so viel mehr als das kleine Kästchen, das mir dazugeordnet wird, das wir dann Frau oder Mann oder wie auch immer bezeichnen. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir darum zu sagen, ah, das sind Qualitäten, die wir brauchen in Männern und Frauen. Und dass wir quasi jetzt in den letzten Jahrhunderten eine Gesellschaft geprägt haben, die etwas, was Dominanz und Siegen und Kämpfen und Führen als eben eine Heldentat versteht, als eine einsame, das kultiviert haben. Und da, das ist ein Fehler im Sinne von, da fehlt etwas. Und was fehlt, ist dieses, sozusagen, das Zusammenführen, das Integrierende, das zu schauen, aha, was will da werden? Ja. So, also das ist jetzt meine Assoziation dazu. Ja. Genau so. Und ich merke ja selbst, ich kann unglaublich männlich sein, und das brauche ich manchmal auch. Und diese Stärke und diese Zielstrebigkeit und dieses rechts und links alles weglassen und durch die Mitte durch. Wenn ich jetzt aber auf die Weltsituation gucke und merke, dass die Welt globale Probleme hat, dann komme ich zu einer anderen Antwort, als dass ich mich durchsetze. Weil ich glaube, die Weltprobleme, die großen, die uns alle betreffen, die warten nur darauf, dass wir in eine globale Gemeinschaft, in eine Kooperation gehen und uns gemeinsam dieses Problems annehmen. Und wo immer diese Konflikte sind, würde ich immer sagen, ich muss eigentlich eine Gemeinschaft organisieren, in der Frieden entstehen kann. Also wenn zwei Leute sich wahnsinnig stressen und streiten, dann organisiere ich den Kreis da drum, der die hält und sagt, so Leute, entspannt euch mal, wir hören euch alle zu, nehmt euch alle Zeit der Welt, aber wir helfen euch, dass ihr aus diesem Konflikt kommt. Und wenn du das mal jetzt auf eine nationale oder sogar eine internationale, eine globale Ebene schaffst und sagst, hey, ich brauch jede Nation. Jede Nation ist eine Farbe aus dieser Welt. Wir alle haben die Füße auf derselben Erde. Und wir können uns dem Klimawandel nur annähern und in die Zukunft leben, wenn wir akzeptieren, dass wir unterschiedliche Menschen sind, aber die Füße auf demselben Boden haben und den Kopf in den Stern, da denkt jeder vielleicht ein bisschen was anderes. Daraus entsteht wieder etwas, wie ich sage, zukünftig. Deswegen sage ich, eine weibliche Fähigkeit ist vielleicht auch immer die Gastgeberin der Mitte zu sein. Also wie kreiere ich, wenn ich jetzt Außenministerin wäre, was ich nicht bin, einen Raum, in dem ich einen Gastraum habe, wo Kontrahenten Frieden finden könnten. Was braucht es dazu? Wen lade ich denn dazu ein? Welches Land müsste mit am Tisch sitzen? Welche Qualitäten müssten mit am Tisch sitzen? Und da, wenn ich 24 Stunden mir darüber Gedanken mache, vergesse ich darüber nachzudenken, welche Panzer ich noch bauen muss, um irgendwo hinzuschicken. Und ich glaube, dass du rutschst so schnell rein in diese martialische Kriegssituation. Und irgendwann saugt sie dich auch rein und irgendwann denkst du, du kannst nur noch mit Waffen und Nachrüsten die Situation lösen. Und das ist fatal. Was glaubst du denn, jetzt waren wir sozusagen bei diesem Ja. weiblich-männlich, und auf diese Frage, dass viele Frauen sagen, nämlich Frauen mit ihren weiblich-männlichen Anteilen und was so viel wie wir sind, sagen, boah, aber ich traue mir das nicht zu. Also, welche inneren Qualitäten dürfen wir da entwickeln, dass wir da hinkommen, Gastgeberin des Friedens zu sein oder Gastgeberin der Zukunft oder Gastgeberin dessen, was da werden will? Ich kenne den Satz sehr gut, ich traue mir das nicht zu. Also an dem wachsen wir, glaube ich, alle. Und wir wachsen ja vor allem immer dann, wenn Menschen zu uns kommen und sagen, ich traue dir das zu. Geh doch mal in diese Verantwortung, ich traue dir das zu. Und wir merken ja, dass wenn wir aus dem Jammern und Meckern und Kritisieren rauskommen, plötzlich in diese Position, wo mir jemand etwas zutraut, gehe ich plötzlich in Verantwortung. Denke, oh, das schaffe ich ja nicht. Aber wenn ich die Rolle annehme, dann wachse ich ja in diese Verantwortung rein. Ich würde jeden unterstützen, der in so eine Rolle gebeten wird oder jemand ihn anspricht und da hinein wächst. Und das andere ist natürlich, es gibt auch so ein Prinzip, wie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass du meistens die Aufgaben auch bekommst,
die du auch verantworten kannst. Verstehst du? Also du wächst in deiner Biografie, kommen immer neue Situationen und du merkst, der Schuh wird immer ein bisschen größer in dem, was du dir zutraust. Also vor allem musst du dich auf dich selbst vertrauen, also musst du dir selbst vertrauen und auf das Prinzip des Wachstums, dass du in etwas hineinwächst. Normalerweise sagen Frauen immer, oh nee, das kann ich nicht, ich kann das gar nicht, das und das habe ich nicht gelernt und das geht auch nicht. Man würde sagen, klar mache ich das und hin, weißt du, so dann guckt er irgendwie, wo sie. Wichtig ist, dass du weißt, was du kannst und was du nicht kannst, aber dass du dir auch das organisieren kannst, was du nicht kannst. Du kannst Verantwortung nehmen, aber du musst nicht alles können. Du kannst in eine Geschäftsführungsposition gehen, deswegen musst du nicht das können, was der Prokurist kann, sondern du musst wissen, wann es den braucht und wann man den unterstützt und welche Kompetenz an welchem Platz ist. Also, da würde ich jetzt mal sagen, Selbstvertrauen. Und wie viele Männer gehen in die Politik, lassen sich wählen und du denkst, die haben vor allem Selbstvertrauen. Weißt du? Also genau diese Hürde, sich nicht bremsen lassen. Jetzt gibt es aber noch etwas anderes, dass viele, auch Männer sagen, ich gehe in das Haifischbecken nicht rein. Und ich würde immer sagen, wenn du in eine Rolle gehst, die Verantwortung heißt oder dass du in eine Führungsrolle gehst oder zumindest in einen Schuh steigst, wo du meinst, der ist ein bisschen größer als du, organisier dir ein, zwei Leute an deine Seite, die dir wichtig sind. Also such dir jemand, entweder die beste Freundin oder jemand, der dich auch immer gut kritisch sieht und sag, kann ich dich einmal im Monat anrufen? Oder kannst du mal einen Blick auf mich werfen? Kannst du mir mal sagen, was ich eigentlich wirklich kann? Und kannst du mir mal sagen, wo mein Schatten ist? Sag du mir mal, wo meine Schwäche ist und sag du mal, wo du mein Potenzial siehst. So, das heißt, organisiere dir das Feld um dich herum, das du brauchst, um in den Schuh reinwachsen zu können. Ja, das habe ich auch selber ganz stark erlebt, dass es sowas wie eine Homebase braucht, auf die ich mich absolut verlassen kann. Ja, also Frauen, die, also Männer, aber Frauen, die da sind und mir den Rücken stärken und mir aber auch ehrliches, authentisches Feedback geben. Darf ich mal ein Beispiel kurz bringen? Gerne. Angela Merkel, kennen ja alle, ne? Ehemalige Bundeskanzlerin, 16 Jahre regiert in Deutschland, wurde mal gefragt, wie sie es überhaupt geschafft hat, in dieser Männerdomäne als Kanzlerin überhaupt so hoch zu kommen und so lange zu regieren. Und da hat sie gesagt, ja, ich habe in einer Zeit, wo ich noch so ganz unbekannt war, einen Job übernommen, den in der CDU niemand machen wollte. Ich bin Umweltministerin geworden. Und sie hat genau diesen unbequemen Job gemacht, hat aber als Umweltministerin unglaubliche weibliche Netzwerke gespannt. Und diese Netzwerke haben sie durch die gesamte Politik getragen. Ich war auf dem Parteitag, wo es darum ging, dass sie nicht mehr Parteivorsitzende ist, sondern Frau Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz. Und es war eine Kampfabstimmung. Und Angela Merkel war links von der Bühne. Ich sage so richtig in ihrem weiblichen Maschinenraum. Weil ich guckte dahin und da waren irgendwie gefühlt 40, 45 Frauen. Und du hast richtig gemerkt, das war ein Netz. Und die haben sozusagen ganz still, du hast nichts gesehen, in der Miene, im Gesicht gar nicht, haben die mitgefiebert für Kramp-Karrenbauer. Die ist es ja dann auch geworden. Und da habe ich verstanden, auch dass weibliche Netzwerke sind leise. Weibliche Netzwerke kriegst du oft gar nicht mit. Weibliche Netze werden lange gepflegt und können lange, lange tragen, wenn die Fähigkeit des Nachtragens nicht so ausgeprägt ist, weil Fehler und Schwierigkeiten passieren auch. So, und das habe ich gemerkt, so weibliche Netze sind total wichtig. Wir als Mütter machen das sofort, wir vernetzen uns sofort und mit unseren Kindern und wissen, wie wir es handeln. Das können wir auch im Job machen, das können wir auch politisch machen. Ja, ich erlebe das bei vielen Frauen, die dann, also jetzt auch im Kurs, die nach Jahren sich immer noch treffen, alle 2, 3 Wochen und sich gegenseitig beraten, kollegial und sagen, hey, das habe ich denn das Thema, was denkt ihr dazu? Ja? Und das ist einfach Gold wert, das sind so Schätze. Ne? Bevor ich dann schon langsam zum Abschluss komme, würde ich gerne aber schon noch eine Frage mir anschauen, weil du dich ja auch mit kollektivem Trauma beschäftigt hast. Und ich jetzt so erlebe, wie so ein Backlash fast, dass dieser Gegenwind gegen Frauen so viel stärker wird.
Also Abwertung, Bedrohung. Ich kenne Frauen, die werden für ihre Äußerungen öffentlich sozusagen, kriegen Morddrohungen dafür. Das ist nicht so attraktiv. Was ist da dieser tiefere Schmerz dahinter aus deiner Sicht, dass sowas passiert und auch diese wechselseitige Abwertung und der Kampf da ist und wie können wir da rauskommen? Also ich freue mich erstmal, dass du diese Frage stellst. Und ich mag die Frage sehr gerne. Und zwar, weil ich auch glaube, dass wir Frauen eine Verantwortung haben für die verletzte Stelle im Mann. Also ein Mann, der eine Frau angreift, ein Mann, der sie abwertet, der sie hatet, der sie niedermacht, der weist auf eine Wunde hin, die nicht gesehen wird. Also meine Wahrnehmung, mein Erlebnis. Wenn ich das merke bei Männern und dann meistens ist es so, und das musst du aber jetzt individuell gucken, ist es eine verletzte Stelle, die irgendwann eine Frau hinterlassen hat. Sei es die Mutter, ganz frühkindlich, sei es die erste Liebe, sei es aus der Verwandtschaft, sei es die erste Chefin. Und das muss passiert sein in einem Moment, wo das männliche Herz sehr offen war und sehr auf Vertrauen und auf Zugewandtheit angewiesen war. Also erste Liebe, sage ich jetzt mal, bist total verliebt. Und dann macht die Frau unbeholfen irgendwas, keine Ahnung warum, und plötzlich zuckt was zusammen. Und das, was zusammenzuckt, verkapselt sich. Das kennen wir Frauen natürlich auch, weil wir auch Verletzungen haben von unseren frühkindlichen Erfahrungen mit Mutter oder Vater oder erste Liebe oder ersten Chef oder was auch immer. Und die Frage ist, wie gehst du dann mit dieser Verletzung um? Und da kann ein ewiger Hass daraus hervorgehen. Und ich glaube, immer so eine Spaltung und immer so ein Hass ist eigentlich eine Vermeidungsstrategie, etwas zu fühlen, was du nicht fühlen willst. Irgendwas reizt dich, dann ist es eine große Frau, dann ist es eine blonde Frau, dann ist es eine schöne Frau, dann ist es eine laut, irgendwas wird gereizt und getriggert und du weißt gar nicht, warum. So, und ich plädiere eigentlich, ich weiß, dass wie schlimm das ist, ich weiß, wie schlimm das ist, gehatet zu werden und, aber ich würde auch da mal sagen, wie weit kann ich mein Herz weiten, um dafür eine Offenheit zu entwickeln? Für den Schmerz, der hinter dieser Wut liegt. Hinter jeder Aggression steckt eine Angst. Das ist große Schule. Und das ist nicht damit gemeint, dass das damit eine Tat entschuldigt, sondern dass wir eher dahinter schauen, was hat sie, was Genau. ist das, was dahinter liegt. Ne? So ist es. Danke dir. Ich sehe nur mit 5% meines Augenwinkels, dass da etwas auch im Chat läuft. Ich habe das nicht gelesen, weil ich gerne im Gespräch direkt fokussiert bin. Aber ich mag jetzt gern auch nochmal ja, die Zeit jetzt nützen und schauen, was es an vielleicht Fragen gibt, die jetzt von den Zuhörenden da ist. Und bitte da jetzt auch die Katharina nochmal auf die Bühne und wir schauen, wenn du eine Frage hast an die beiden. Dann eine von beiden, dann schreib deine Frage gerne in den Chat und ab jetzt werde ich den Chat auch lesen und die Nachrichten davor schaue ich mir dann danach an. Ja, also gibt es eine Frage, die du gerne jetzt stellen möchtest, die aus dem Gehörten, aus dem Gesagten entstanden ist und uns noch weiterführt in unserem Gespräch? Ist da etwas, was du gerne noch beitragen magst, dann gerne jetzt deine Frage beitragen. Manchmal braucht es einen Moment, bis man weiß, was man jetzt überhaupt fragen kann, weil die Fülle so erst sickert. Einen Moment mal Zeit. Claudine, was sind deine drei wichtigsten Ressourcenquellen, um in deiner Kraft zu sein? Gleich drei. Ja.
Einer reicht schon, ne? Die eine wichtige Ressource ist tatsächlich die Natur. Also der Natur begegnen, also nicht durch die Natur gehen, sondern auch die Natur einladen. Das zweite ist tatsächlich immer mal wieder wirklich auch den Brabbel halten und die Stille nutzen, um nach innen zu blicken. Und die dritte Ressource, das ist spannend, die ist jetzt. Die dritte Ressource ist, dass ich diesen Raum spüre von den knapp 300 Frauen. Und die Ressource ist, dass ich total mich darauf konzentriere, einfach hier jetzt bei euch zu sein. Die Hämmersee, die Katharinasee. Und merke, das ist die Quelle der Gegenwart. Also die nährt euch jetzt alle zu Hause, wo ihr sitzt. Euren Sofas, an euren Sesseln. Und wir sind komischerweise über dieses Zoom, über diesen Laptop, was auch immer, verbunden in einem Raum, den wir jetzt gerade gemeinsam kreieren. Und wir alle sind hinterher andere, als wir 1,5 Stunden vorher waren. Und das ist so ein Geheimnis. Und ich habe angefangen, mich darauf anders vorzubereiten. Also früher habe ich Inhalte, Argumente, Fragen, Zahlen, Texte gegoogelt. Und inzwischen merke ich, Aber ich habe den ganzen Nachmittag schon an euch gedacht. Also ich habe schon in euch reingelauscht. Ich wusste nicht, wer kommt, aber so ein Gefühl, weißt du so? Und jetzt würde ich sagen, dass jetzt die Gegenwart, das ist eine Ressource. Danke, danke. Ich finde die Frage so spannend, ich mag sie gerne auch an die Katharina geben. Was sind denn deine Ressourcenquellen? Du bist noch stumm. Auch eine Quelle, Stille. Danke. Ja, Stille. Tatsächlich. Ich habe gerade was anderes angefangen zu reden, nämlich, dass eine meiner größten Ressourcen meine Familie, meine Kinder sind. Also, dass sie, das erfüllt mich mit so viel Liebe und das ist etwas, was ich dann, wenn es sich fühlt, auch wieder hinausgeben kann. Und das ist einfach, ja, für mich ein Quell, ein ganz ein großer. Eine weitere Ressource, die ich in den letzten 1,5 Jahren, bis ein bisschen schwieriger war, oder sagen wir mal so, wie du es auch schon geschrieben hast, der Wind rauer wehte, für mich entdeckt habe, ist tatsächlich die Stille, also die Meditation, das Gewahrsein in mich hineinhören und spüren im Hier und Jetzt und einfach aus diesem inneren Raum mit mir selbst das eben ins System hineinzugeben und so meinen Alltag zu leben und das auch ins Berufliche mitzunehmen. Und als dritte Ressource, vielleicht gerade im Moment, weil ich aus dieser doch etwas schwereren Phase wieder aufgetaucht bin, ja, Frauen sind auch unendlich powerful und stark und die können echt großartige Dinge bewegen. Und ja, ich bin so eine, ich kann das, ich habe unendlich viel Kraft. Und ja, und die spüre ich gerade wieder und das ist voll schön und das mag männlich, mag weiblich sein, das ist mir vollkommen wurscht. Das ist etwas, was voll sein darf und ja, kann auch was bewegt werden. Schön. Danke. Eine Frage geht in Richtung, wie können wir Männer als Verbündete gewinnen, um diese patriarchalen Strukturen aufzubrechen? Gerade im Kontext Zusammenarbeit, Politik, Verwaltung. Da ist jemand, eine Frau in der Verwaltung tätig. Können wir Männer als Verbündete gewinnen? Gewinne sie als Mensch. Also Männer in der Verwaltung sind oft auf Posten in Strukturen und das ist dann der Schein, den sie vor sich hertragen können und dann ist es meistens unangenehm. Wenn du aber den Menschen in der Rolle siehst, der den Job macht, dann kannst du dem anders begegnen. Also und ich glaube, wir Frauen oft auch ziehen uns ein bisschen zurück, können uns auch, so, auch eigene Unsicherheit. Ich kenne das jedenfalls von mir. Und tatsächlich habe ich auch gemerkt in letzter Zeit, ich habe Männern Komplimente gemacht und habe festgestellt, dass die sich total entspannen. Und dann sagen wir, oh, sage ich ja, ich als Frau darf das. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr macht seit MeToo.
Also ihr sagt nicht mehr, hey, du hast aber ein schönes Kleid an oder heute strahlst du aber oder so, ne? Heute kommt nicht mehr die Hand eines Mannes nur auf die Schulter, der sagt, gut, dass du da bist. Und tatsächlich bin ich jemand, ich versuche in der Situation die Freiheit wieder zu erlangen und den Menschen auch im Menschen ansprechen zu können. Und wenn ich Dinge sehe, wo ich merke, wow, so hat sich der Mensch mir noch nie gezeigt, dann sehe ich ihn als Mensch und nicht als der Beamte, der Vorgesetzte, der die Paragraphen einhält. Und das kannst du aber trainieren. Also wenn du das jeden Tag ein bisschen machst, wie ich sage, wen hast du heute wirklich wahrgenommen? Wen hast du einmal wirklich gesehen? Was der Busfahrer? Was die Frau gegenüber in der U-Bahn? Ist es die Hämmer, die du jetzt siehst? Also wo du was siehst, wo du denkst, ach nee, ist ja interessant. Und wenn du das jeden Tag einmal machst, dann merkst du, dass du schon in der zweiten Woche viel mehr siehst. Viel mehr Menschen plötzlich siehst du und plötzlich merkst du, ach, der hat ja einen interessanten Gang. Ach, interessant. Oh, gar nicht. Oder der im Meeting, so heute hat er ja was gesagt, das hätte ich dem. So, also du kannst selber deine Offenheit trainieren, dass du das Menschliche wieder einlädst. Das will ich eigentlich sagen. Zuneigung. Zuneigung. Katharina, die Frage war, Männer gewinnen. Wobei du vorhin gesagt hast, du willst niemanden überzeugen, ne? Aber vielleicht. Also, das stimmt, ich mag niemanden überzeugen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich in letzter Zeit eigentlich eher die Frauen in meinem Umfeld, also wenn es jetzt Frauen können, Ehefrauen sein, können Töchter von Vätern sein, sie können Schwestern von Brüdern sein, sie können Mütter von Söhnen sein. Ja? Also so meine ich es ja, dass ich eigentlich gerne die Frauen in meinem Umfeld immer mehr dazu ermutigen möchte, sich in ihrer Authentizität, auch in ihrem vollen Wesen zu zeigen. Ja? Was auch immer das für eins ist. Ja? Und da will ich auch einfach immer sagen, na, du musst nicht dieses oder jenes, weil Mann das so macht, ja. Aber alle anderen arbeiten Vollzeit und das erwartet man von mir auch. Und ich kriege das nicht auf die Reihe. Ich bin lieber zu Hause bei den Kindern. Voll gut. Wenn das ist, was du aus tiefstem Herzen willst, dann sei das, ja. Dann verkörper das. Dann sag, dass das auch Energie ist, die du da gibst im System, ja. All das so zu sich zu stehen und das aber aus tiefstem Herzen auszudrücken und sich nicht dabei klein zu machen, ich bin ja nur oder ich arbeite ja nur oder ich mache nur das und so. Eher das, ja, und ich sorge gut. Ich sorge gut für mich. Ich sorge gut für das. Ich sorge gut für meine Karriere, was auch immer. Ja? Ich bekräftige die Frauen und damit sorge ich im Kleinen für mehr Allies unter den Männern. Das ist mir tatsächlich ein Anliegen, weil ich habe es im Großen versucht und bin leider gescheitert. Also habe ich beschlossen, okay, ich mache das jetzt im Kleinen. Und das Kleine ist groß. Wird groß. Ich mag gerne noch auf zwei Fragen an dich, Claudine, eingehen, nämlich magst du noch mehr dazu sagen, hinter jeder Aggression steckt eine Angst? Und warum sind Frauen für die Verletzungen der Männer zuständig oder verantwortlich? Fangen wir mit dem letzten an. Ich glaube, wir sind alle verantwortlich ein bisschen für die Verletzung auch der anderen. Also eigentlich möchte ich nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wenn jemand in so eine Aggression, in so einen Haten geht, der jemand vielleicht noch gar nicht kennt, der nur das Bild gesehen hat, der noch nie mit dem gesprochen hat, dann geht er ja eigentlich in einen komplett beziehungslosen Raum und zerstört alles. Und dafür sage ich jetzt mal auch Männer, bitte Verantwortung übernehmen und da reingehen. Natürlich musst du auch jemanden, der angegriffen ist, schützen. Und gleichzeitig ist für mich aber die Frage, warum passiert das? Also was ist verletzt worden, dass etwas so hatet? Was ist etwas nicht gesehen worden, was so in Wut geht oder in so ein, genau, in so eine Aggressivität? Und tatsächlich ist es so, dass wenn du mal selber deine Wut beobachtest oder eine Aggression oder wenn du aggressiv wirst, dann bist du meistens dabei, etwas zu verteidigen. Irgendwas schiebst du weg. Du schiebst etwas weg, du gehst in Angriff, du versuchst dich, genau, und jetzt frag mal, was du versuchst zu schützen.
Und da kommst du dahin, dass du irgendwann merkst, wow, ich habe ja Angst, dass etwas in Gefahr ist. Was auch immer, manchmal wissen wir es gar nicht. Aber ich merke plötzlich, wow, dass er, ah, das ist mir jetzt zu heftig, das wird mir zu eng und das wird mir zu laut. Ja, ich merke, meine Ruhe ist gefährdet. Ich merke, mein Raum wird beengt. Ich merke, was weiß ich immer. Und dann merkst du, das ist ein Bedürfnis nach mehr Raum und ich habe die Angst, dass dieser Raum mir genommen wird. So, das, also deswegen würde ich mal sagen, guckt euch einfach mal an, wann ihr wütend werdet und was ihr eigentlich schützen wollt dadurch. Und wenn euch jemand aggressiv begegnet, könnt ihr umgehen. Umgekehrt genauso forscherisch unterwegs sein und sagen, hey, also ich würde jetzt nicht einen Mann, mit dem du gerade im Stress bist und richtig aggressiv ist, sagen, so, jetzt sag mir doch mal, was deine Angst dahinter ist, aber du kannst sagen, nicht mal, wenn du rausgehst und dir Luft verschaffst, aber mal überlegen, was könnte denn die Sorge dahinter sein? Wodurch fühlt er sich denn jetzt bedroht? Was möchte der schützen? Was hat der für eine Befürchtung, was gerade gefährdet wird, weswegen er so aggressiv wird? So, jetzt mal in die Kürze. Kann man einen ganzen Workshop zu machen, aber vielleicht ist das so eine Spur. Und die zweite Frage war, oder hatte ich die schon beantwortet? Warum sind Frauen für die Verletzungen der Männer verantwortlich? Ich glaube, damit habe ich angefangen. Das ist, dass wir alle dafür verantwortlich sind. Und also jetzt nicht, ich habe die Wunde nicht zugeführt, aber oft haben wir kollektiv Weiblichen in der Geschichte, auch in den letzten 100 Jahren, viele Männer verletzt, als Mütter, als Frauen, die geliebt worden sind, als, also ich glaube, ich habe sehr oft Männer auch verletzt und habe es vielleicht gar nicht gemerkt. So, das heißt, nicht nur automatisch mich wieder in eine Opferrolle immer wieder zu finden, sondern auch Verantwortung zu übernehmen, dass es durchaus sein kann, dass ich einem Sohn gegenüber oder wem auch immer oder einem am Arbeitsplatz irgendwie eine Verletzung zugeführt habe. Oft vielleicht auch gar nicht was gemerkt habe, nicht gemerkt habe. Ich weiß nicht, wer in der 6. Klasse in mich so verliebt war, den ich nie angeguckt habe und der vielleicht irgendwie im falschen Moment einen falschen Satz von mir gekriegt hat, wo unter Umständen in so einer jungen, heranwachsenden Knabenseele plötzlich was zugeschnappt ist. Also wir kommen jetzt genau in die traumatischen Verhältnisse und wenn die nie bearbeitet worden sind, nie, normalerweise verarbeiten wir das. Wenn was zuschnappt, geht es auch wieder auf. Entweder am nächsten Tag, in ein paar Wochen oder in einem Jahr. Aber wenn etwas zuschnappt, was für viele Jahrzehnte zuschnappt, dann kann das die Quelle sein für eine Aggression. Der Mann weiß es wahrscheinlich selber nicht, warum er plötzlich so getriggert ist von der einen Frau oder so ausrastet, wenn er das und das hört und so in den Hass verfällt und so in den Angriff gehen muss. Und das Netz ist eine Befreiung für viele, auch gerade für viele einsame Männer, ältere einsame Männer. Da ist noch eine Frage, die, glaube ich, auch für euch beide spannend sein kann. Wie geht ihr mit rivalisierenden Frauen um, die auch Traumata in sich tragen? Weil es ist ein Teil, den du auch angesprochen hast, sozusagen der Widerstand von Frauen. Und ich habe eine Idee dazu, aber die lege ich dann danach dazu. Wer mag denn beginnen? Katharina, willst du zuerst? Ja, tatsächlich. Also vor allem auch, weil ich diesen Prozess auch durchlaufen durfte im Zuge der Gründung von Job Twins. Ich habe das mit einer Partnerin gemeinsam gegründet, die dann ausgestiegen ist. Und das war echt harter Tobak. Ja, also wie du das gesagt hast, Claudine auch mit den, da werden bei getrennten Eltern, die übergeben sich die Kinder so an der Tür. Also ich mir gedacht, wenn man gemeinsam ein Unternehmen führt, eine Kapitalgesellschaft, da geht es dann schon über Anwälte und Notare und lauter solcher Sachen, da wird echt gestritten. Da war viel Rivalität. Das möchte ich auch mal dazu sagen. Also das war auch etwas, wo ich mir dachte, wow, wo kommt denn das jetzt her? Was hat das mit mir zu tun und wieso liegt das jetzt auf meinem Tisch? Ich dachte, ich habe schon alles gelöst. Haha. Und die habe ich aber nicht bestellt und es war echt eine Herausforderung, sich dem zu stellen. Also was ist da mein Anteil daran? Was kann ich davon lernen? Wo bin ich vielleicht im Neid? Ja, also das war ein Cocktail an Gefühlen, an Selbstreflexion, die ich da durchgegangen bin. Nach 1,5 Jahren kann ich sagen, wir können uns in die Augen sehen, wir haben das gut hinbekommen, aber schön ist anders. Also von wegen weibliche Qualitäten,
Ich habe das, da war viel auch Kraft. Also zwei sehr starke Frauen, die da echt so aufeinander gegangen sind und wer kriegt jetzt den Topf und wie gehen wir damit um und wer hat mehr Zeit in den Medien. Da war schon eine echte Power da. Ich kann dir nur sagen, dass es meine Lösung war, in mir selbst zu suchen und zu schauen. So von wegen Spiegel, was hat das mit mir zu tun? Wie können wir da, welches Bedürfnis, was ist da von mir nicht gesehen, nicht gehört, welche Wunde, sehr viel Forschung zu betreiben. Ja. Immer mal wieder, so also dieser Prozess hat wahrscheinlich auch deswegen so lange gedauert, weil wir zwei Frauen waren. Ja. Zwei Männer wären vielleicht schon Russland und Ukraine, sage ich nur, ja. Aber wir haben es auf die nicht immer gewaltfreie, aber doch am Ende diplomatische Kommunikation verstanden zu lösen. Dazu war aber ein hohes Maß an Selbstreflexion notwendig, sehr viel Demut und sehr viel Loslassen. Und das, was du anfangs angesprochen hast, Claudine, war ja diese Rivalität, ja, also wie man es auch unter Ländern hat. Wir waren tatsächlich kurz davor, Bomben zu werfen, weil wir es aber beide besser wussten. Haben wir dann diesen sehr langen Weg eingeschlagen, der Gespräche, das Menschliche, immer wieder das Miteinander zu suchen, auch wenn mehrmals das Telefon quasi an die Wand geknallt wurde. Ja, aber leicht geht anders. Danke. Also möchte ich jetzt schon sagen, also auch unter Frauen kann das schon heiß Danke für deine hergehen. Ehrlichkeit an der Stelle. Ja. Claudine, Rivalitäten unter Frauen. Ja, du sagst das gerade ganz spannend, Katharina, weil wir es ja besser wussten. Das Schlimmste an den Konflikten ist ja, obwohl wir es besser wissen, rutschen wir in der Gewaltspirale nach unten. Und das auf Staatsebene, im beruflichen, im persönlichen, und du erkennst dich nicht wieder. Obwohl ich weiß, dass es das gibt, saugt es mich tierisch rein und ich habe das Gefühl, ich bin im Recht. Und eigentlich sage ich wieder, du brauchst ein Umfeld, dem du vertraust, das was sagt, ich verstehe, dass du jetzt voll in einer gereizten Spirale bist, aber ich werde alles tun und versuchen, dich da rauszuholen, damit du die Welt wieder auch anders sehen kannst. Und jetzt die Frage, wie gehe ich mit weiblicher Rivalität um, würde ich sagen, das ist so einer meiner verletzlichsten Stellen, weil ich sehr oft gemerkt habe, dass ich Frauen reizen oder triggern kann, nur durch meine Anwesenheit. Also du sitzt im Kreis, es sitzt der eine gegenüber, die kennst du noch nicht mal, und die steht plötzlich auf und wechselt den Platz. Und das hat dann so Momente, wo ich denke, oh, ich muss mich irgendwie zurücknehmen. Und irgendwann hat jemand gesagt, du hast viel Kraft, Claudine. Dass das für andere vielleicht eine Überforderung sein kann, ist nicht dein Problem. Aber ich habe das natürlich zu meinem Problem gemacht. Und jetzt sage ich euch mal, ich habe eine ganz tiefe Sehnsucht nach Schwesternschaft. Also wenn eine Frau mein Freund oder mein Mann liebt, dann kann ich in die Rivalität gehen und dann kann es kalt und kämpferisch werden. Oder ich gehe in die Schwesternschaft und sage, natürlich liebst du den, weil ich liebe den ja auch. Das ist super, ist ein genialer Mann. Und ich sage dir mal, je mehr ich die Schwesternschaft schaffe oder versuche herzustellen oder in die Beziehung der Schwesternschaft gehe, desto mehr verstehe ich die Schwester. Und dann kann die Schwester mir auch sagen, sag mal, du hast heute eine Kraft oder keine Ahnung was. Sage ich, oh ja, gut, gut, dass du es sagst. Ich nehme dich mal hier mit an meine Seite. Verstehst du? Und eigentlich wünsche ich mir so ein weibliches Schwesternfeld, auch gesellschaftlich, dass wo immer wir sind, einfach wach sind und sagen, ich bin jetzt nicht Claudiniert und ich versuche hier einen Streit zu schlichten, sondern hey, ich bin wachsam, ich bin verbunden mit allen Schwestern und Müttern dieser Erde und das ist eine Kraft an sich. Und du siehst, ich bin schon wieder bei dem Gedanken von Verbindung schließen.
Freundschaft schließen, auch wenn die Rivalität mir begegnet. Und nicht reinzurutschen, oh, da ist jemand in Rivalität, ja, gehe ich gleich mal auf die Kriegsseite und rüste mich wieder auf und verteidige mich und gucke die nicht an und sprich die nicht und sage nicht guten Tag und nicht guten Abend. Und dann fängt es hier oben ja schon an zu gehen. Meistens interpretierst du irgendwas rein, das beim anderen komplett anders ist. Also von daher, Schwesternschaft. Dankeschön. Das war jetzt ein wunderbares Schlussstichwort, liebe Claudine. Und danke auch, liebe Katharina, weil das Schwesternschaftsthema hat mich auch lange begleitet. Ich habe das, obwohl ich drei ältere Schwestern habe, nicht gekannt. Und habe lange gedacht, also unter Frauen, das halte ich gar nicht so richtig aus. Ja? Ich bin lieber unter Männern. Und es war für mich so unter, ja, so vor 20 Jahren so eine ganz zentrale Erfahrung hat, wie ich das erste Mal Homebase unter Frauen erlebt habe. Super. Ja. Und das ist eigentlich eben auch ein Anfangsimpuls, ein ganz früher Anfangsimpuls gewesen für das, was jetzt Women Remember in meinem Leben geworden ist. Weil ich dachte, diese Form von an Frauen an meiner Seite zu haben, die mich fordern, aber die da sind und wo ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen und das ist sozusagen wie ein Zuhause. Ja, das wollen wir auch mit Women Remember weitergeben. Jetzt mag ich mal ein ganz großes Danke euch beiden sagen für für dieses Feuerwerk an Gedanken zum Nachknabbern im Hirn und im Herz. Also ich glaube, da ist viel dabei, wo wir sagen, ah, ja genau. Und ich hoffe, das war für die, die da jetzt mit zugehört haben und zugeschaut haben, auch der Fall. Es gibt es auch zum Nachhören. Also ihr könnt es gerne nochmal anschauen. Ich werde das auch machen. Insofern jetzt mal ganz herzliches Danke, dass ihr heute Abend mit dabei wart und mit dabei seid. Ich mag die Gelegenheit dann noch nutzen, jetzt ein paar Sätze zu Women Remember zu sagen, weil ja mir das so am Herzen liegt, dass Frauen diese Schwesternschaft erleben können. Wir lassen euch beide jetzt mal von der virtuellen Bühne. Danke, liebe Karin, fürs Technik-Checken. Danke, dass ihr heute da wart. Ja, dass wir als Frauen miteinander einen Weg gehen und diese innere Quelle, es war ja die Frage nach den Ressourcenquellen, dass wir da als Frauen gut diese Verantwortung übernehmen können, das ist eigentlich die Grundintention von Women Remember. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt kein Führungsmodell, einzelnes, wo wir sagen, das musst du lernen und dann bist du eine tolle Führungsperson, sondern es geht eher darum, dass wir diesen Weg gehen, dieser lange Weg nach Hause zu uns selber und zu dieser inneren Quelle, die uns stärkt und von der aus wir gemeinsam, wo wir Führung übernehmen können, wo immer das gerade ist. Und Führung kann sein in deiner Familie, in einem Projekt, in deiner Initiative, in der Politik, in der Organisation, wo auch immer du sozusagen in deinem Leben gerade stehst. Und ja, das wird nächste Woche losgehen. Es ist eine abenteuerliche Reise für circa ein halbes Jahr. Das bedeutet nicht, dass du jeden Tag da sozusagen voll involviert bist, sondern wir werden uns einmal die Woche live online treffen, so ähnlich wie heute. Das ist ein großer Live-Call. Dann wirst du das ist in einer Woche, in der darauffolgenden Woche wirst du deine Homebase in einer Kleingruppe haben. Das heißt, du bist mit 10 bis 12 Frauen unter der Begleitung einer erfahrenen Coaching- und Hostingfrau unterwegs und kannst deine Fragen zum Thema Führen für das Leben dort vertiefen. Und es wird auch Praxis- und Vertiefungscalls geben, also da, wo du deine Fragen stellen kannst, wie kannst du das in deine ganz konkrete Praxis hineinbringen? Und ja, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, manche Frauen, die 2021 begonnen haben, die haben ihre Homebase unter den Frauen heute noch, die beraten und begleiten sich gegenseitig und unterstützen sich. Und das ist für mich fast wie ein Wunder, dass das möglich geworden ist. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass das Women Remember schafft. Aber das ist diese Qualität der
Ja, dessen, dass wir Frauen als diese Schwesternschaft, dieses Netzwerk miteinander kreieren. Wenn du da Lust und ja, Freude hast, daran teilzunehmen, dann bist du ganz herzlich willkommen. Wir werden auch das Thema Natur war ja auch ein Stichwort von Claudine, die Natur nutzen als eine Ressource, als eine Quelle für dich zu stärken. Deine Führung zu übernehmen. Also es wird Schwellengänge in der Natur geben, wo du alleine draußen bist mit deinen Fragen und die Natur als deine Quelle und Inspirationskraft lernst zu nutzen. Ja, das Ganze geht nächste Woche los. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Kurs, dann bin ich dann noch gerne für einige Minuten nach dem Ende von diesem Live-Call da. Kannst du deine Fragen gerne stellen. Wenn du lieber was schreiben möchtest, dann kannst du uns auch eine E-Mail schreiben unter women.remember@pioneersofchange.org. Ja, wenn du Lust und Zeit hast, freue ich mich sehr, wenn du mit dabei bist, gemeinsam mit vielen anderen Frauen dich auf den Weg machst. An dem Platz, wo du gerade stehst, ja, deine Führungsqualität, deine Führungskraft ins Leben bringst. Und ins Leben bringen heißt im Wesentlichen, dich daran zu erinnern, dass du sie immer schon hattest. Das ist Women Remember, deswegen heißt es auch Remember, dich daran zu erinnern und wieder Teil dieses Frauenkreises zu werden, da wo du deine Homebase und deine Kraftquelle hast. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst, mit ja, über 200 anderen Frauen. Danke nochmal an die Claudine, danke auch an die Katharina, danke auch an die Karin, die die ganze Technik im Hintergrund gemacht hat. Und wir verabschieden dich jetzt mit einem Lied und dann kannst du noch schauen, ob du noch eine Frage stellen magst danach. Und sonst klingst du dich jetzt mit dem letzten Lied für heute aus. Ich sage danke, dass du da warst und freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Alles Liebe und eine gute Nacht. Scream made a beautiful noise, shoulder to shoulder marching in the street. When you're all alone, it's a quiet break, but when you're band together, it's a choir of thunder and rain. Now we have a choice, 'cause I have a voice. I'm not living to die. Don't stand in a wasteland, look me in the eye. Stop living a lie and stand up next to me. You gotta put one foot in front of the other, with a hand in a hand holding on to each other. Go on and rejoice, 'cause you have a voice. It is loud, it is clear, you're stronger than your fear. It's believing you belong, it's for calling out the wrong. From the silence of my sister to the violence of my brother, we can rage against the river, feel the pain of another. I have a voice, I have a voice, and I let it speak for the ones who aren't yet really free. It's killing me, no one is saying what we need to hear. I will not let silence win. Now when I see all the pain our people are in, there's no other choice. I have a voice. It is loud, it is clear, it is stronger than your fear. It's believing you belong, it's for calling out the wrong. From the mouths of our mothers to the lips of our daughters, we can dream like our brothers, speaking loud like our fathers. We can hear you. Can you hear us? Started out as a whisper, turned into a scream, made a beautiful noise, shoulder to shoulder marching in the street. When you're all alone,
it's a quiet break, but when we stand together, it's a choir of thunder and rain. Now we have a choice, 'cause I have a voice. Now we have a choice, 'cause I have a voice. Now we have a choice. Ja, danke fürs Dasein. Und für alle, die jetzt noch Fragen haben, bin ich gerne noch da. Dann bitte ich euch noch die Hand, die elektronische Hand zu heben, damit ich euch sehe. Und dann kann ich gerne noch Fragen zum Kurs beantworten, der nächste Woche startet. Und da ist die Janne schon. Janne, bitte. Gerne selber das Mikro einschalten. So. Mir fehlen die Termine. Also das, weil gleich erste Termin, da kann ich zum Beispiel nicht. Und da dachte ich, ja toll, ein halbes Jahr und alle zwei Male ist eine Sitzung, ist irgendetwas dazwischen. Also die Termine sind auf der Webseite, da sind alle Live-Call-Termine drauf. Okay. Das ist unter den Fragen, da steht sozusagen die Termine und Daten und Zeiten. Wenn du nicht dabei sein kannst, dann wir zeichnen die Live-Calls alle auf, außer wenn es Vertiefungsräume wäre, wo es um sehr persönliche Themen geht, die zeichnen wir nicht auf. Aber die Live-Calls, also die in jedem Modul fix drinnen sind, die kannst du dann auch nachschauen. Also du versäumst nichts, wenn du einmal nicht kannst. Okay. Beantwortet das deine Frage? Ja, erstmal ja. Fein, danke. Falls du die Termine aus irgendeinem Grund doch nicht finden solltest, schreib uns bitte eine E-Mail, dann schicken wir das noch nach, gell? Okay. Feines, danke. Gut, gibt es noch Fragen? Dann gerne die Hand heben. Die elektronische, das findest du unter Reaktionen drunter, dann kann ich dich sehen. Wenn es noch Fragen gibt für nächste Woche oder was du gern noch wissen möchtest. Gut. Ist sonst noch was offen? Ich sehe viele Frauen noch da und keine Hand oben. Falls ich was übersehe, bitte selber gleich melden. Danke. Ja, wunderbar. Ah, da gibt es noch eine Frage. Eva, bitte. Ja, ich frage mich in diesen kleinen Gruppen, also ja. Wie schafft man das, innerhalb von 10 bis 12 Leute einen Termin zu finden pro Woche? Also für mich klingt das alles wahnsinnig spannend, aber so zeitintensiv, dass ich mit Job und 4 Kindern mir das kaum vorstellen kann, 5 Stunden in der Woche Zeit zu schauen. Also mit den Kleingruppenterminen ist es so, dass wir unsere Kleingruppenleiterinnen werden je nach verschiedenste Terminslots während der Woche, in der Früh, am Abend, am Nachmittag zur Verfügung stellen. Und du schaust dann am Beginn, an welchem Zeitslot du am ehesten Zeit hast, dass du dabei sein kannst. Also du schaust nach deinen Zeitmöglichkeiten und in dieser Kleingruppe bist du dann fix drin. Und was die Zeitintensität betrifft, also es gibt einen, den Live-Call empfehle ich, wenn es geht, dabei zu sein. Das ist ein 2-Stunden-Termin am Abend von 20 bis 22 Uhr. Dann empfehle ich, bei der Kleingruppe dabei zu sein, weil das sozusagen dieses Gefühl der Homebase am meisten gibt. Das sind dann in der anderen Woche die 2 Stunden. Und alles andere, was du dazu schaffst und machst, ist sozusagen in deinem Ermessen.
Also welche Übung du wie intensiv machst oder ob du etwas auslässt oder ein Video doch nicht anschaust, da empfehlen wir sehr, ich glaube, die Katharina hat das sogar vor kurzem mal gepostet, JOMO, The Joy of Missing Out. Also, dass du nicht das Gefühl hast, du musst alles und überall und immer dabei sein und machen, sondern schau, wo es dich hinzieht und wo du glaubst, das ist jetzt wirklich wichtig für dich und das machst du dann. Also den Anschluss an die Gruppe, an die Kleingruppe, den würde ich wirklich empfehlen, dass du den hältst, weil das macht den Unterschied. Die ganzen Übungen, da hast du dann noch mindestens 2 Jahre danach noch Zugang und die könntest du auch nachmachen, wenn du jetzt merkst, du kommst nicht nach. Ja? So würde ich damit umgehen. Also eher zu schauen, wo zieht dich was hin und nicht aus Pflichtgefühl alles abarbeiten zu wollen. Das ist eine Übung, das auch zu lernen, nicht alles machen zu müssen und zu wollen. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, Eva, genau, danke. Gertrudis, bitte. Es ist ein bisschen peinlich, die Frage ums leidige Geld. Und zwar habe ich gesehen, dass ihr was für Junge habt. Und dann eben das nächste, Frauen, die voll im Leben stehen. Krankheitshalber bin ich nicht mehr voll im Leben, Anführungsstrichle. Also Erwerbsleben. Ich kriege eine Erwerbsunfähigkeitsrente und wollte fragen, ob ich da eben diese Ermäßigung für Freundin kriegen kann, obwohl ich Ja, ich verstehe das gut, was du beschreibst, Gertrudis. Schreib uns einfach eine Mail an women.remember zu deiner Situation und wir schauen, wie wir dir entgegenkommen können. Ja, also wir haben ein paar. Was total schön ist, ein Mann hat uns einige Stipendienplätze finanziert. Sagt, er möchte nicht, dass das am Geld scheitert, dass hier Frauen teilnehmen können. Und deswegen haben wir da ein bisschen Spielraum. Und schreib uns bitte gerne und dann schauen wir, wie wir das machen können. Ja? Also ich bin auch Member bei den Pioneers. Danke Also die dafür. ist noch da. Ja, das vielleicht auch so dann sehen kann. Also ich schreibe es nochmal gut. Fein, danke dir. Gut. Gibt es noch etwas, was ihr gerne wissen möchtet? Ja, schön. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagen wir jetzt einfach Danke. Danke, dass ihr da wart. Falls euch noch eine Frage einfällt, dann schreibt uns gerne an women.remember@pioneersofchange.org. Habt einen wunderbaren Abend und ich freue mich, wenn wir uns das eine oder andere Mal oder vielleicht nächste Woche schon wiedersehen. Danke fürs Dabeisein.